Fangt super an. Fangt super an, Gianni. Komm mal mit. Ich muss mit euch reden und mit dir. Das geht mir auf den Sack. Bist du da? Seid ihr da? Sehr gut. Heute muss ich mal Klartext reden. Es haben sich so viele beschwert, auch du. So viele haben sich beschwert. Pandemie, oh, Studios zu, ich kann nicht trainieren, ich würde so gern Sport machen, ich würde mich so gern bewegen und so weiter. Jetzt haben die Studios auf und was ist? Ohne Witz, der Großteil von euch, die vorher auch nichts gemacht haben, sich aber währenddessen beschwert haben, machen jetzt immer noch nichts. Auch wenn die Möglichkeiten da sind, sie sind immer noch am selben Punkt wie vorher auch. Und da platzt mir der Kragen. Wir sprechen heute Klartext, dass ihr endlich mal aufwacht, endlich mal drüber nachdenkt und endlich mal Gas gibt und was aus eurem Leben macht. Ihr könnt euch nicht vorstellen, wie viele mich angeschrieben haben und mich ein bisschen beneidet haben, dass ich ein Studio habe und habe sie immer noch, und weiter trainieren konnte, trotz Pandemie und trotz Lockdown. So viele, ohne Witz. Und jetzt hört man von denen gar nichts mehr. Weil jetzt haben sie die Möglichkeit und dann auf einmal nutzen sie sie nicht. Obwohl sie sich beschwert hatten, als sie die Möglichkeit nicht hatten, dass sie nicht trainieren können. Jetzt haben sie und trainieren sie nicht. Also es macht keinen Sinn. Und genau das will ich ansprechen. Das geht jetzt nicht nur darum, es geht ums Allgemeine. Auch schon allein, es reicht schon, so wie der nette Herr hinter der Kamera. Er fährt zu mir ins Studio mit dem Auto, wohnt gefühlt einen Block weiter. Er könnte laufen. Er könnte mit dem Fahrrad kommen. Nein. Ist nur Spaß. Nee, ist eigentlich kein Spaß. Da fängt schon an, auch wenn ihr zur Arbeit geht oder so weiter. Viele haben keinen weiten Weg und nutzen trotzdem das Auto, weil sie einfach zu bequem sind und zu faul sind. Aber wenn wir laufen würden, wenn wir mit dem Fahrrad fahren würden, wären wir in Bewegung, würden Kalorien verbrennen, würden unseren Körper so ein bisschen in Schwung bringen und das könnten wir auf den Rest umsetzen. Wir sind schon quasi fit, wenn wir bei der Arbeit sind, weil wir unseren Puls schon hochgefahren haben. Steigen wir einfach ins Auto, fahren dahin? Dann nein. Das sind alles Ausreden, wenn ihr irgendwie mit dem Auto da so kommt und meint, ihr habt keine Zeit, um Sport zu machen, weil auch das wäre Sport, wenn ihr lauft oder mit dem Fahrrad kommt. Denkt drüber nach. Ein ganz wichtiger Punkt. In der Pandemie hatte ich es auch nicht einfach oder habe es immer noch nicht so einfach, weil ja, ein paar gewisse Maßnahmen müssen immer noch eingehalten werden. Aber ich war wirklich jetzt ein halbes Jahr auf Kurzarbeit, weil die Studios zu hatten und so weiter. Ich hatte gleichzeitig dadurch weniger Lohn und konnte nicht mehr mein Hobby so ausführen, wie ich es wollte und getan habe. Und natürlich am Anfang habe ich gedacht, oh shit, was mache ich jetzt, wie mache ich es jetzt? Aber ich bin nicht daheim geblieben wie manche anderen in der Kurzarbeit und habe jetzt so den Chili-Milli auf der Couch gemacht. Nee, ich habe überlegt, was mache ich? Okay, habe mir einen Raum gesucht, gemietet, hatte erstmal gar nichts an Equipment. Musste mir alles mit Kurzarbeitslohn zuschaffen, mit den kleinen finanziellen Mitteln, die ich hatte, und habe mich so Step by Step nach oben gearbeitet und habe was draus gemacht. Ich habe die Pandemie genutzt. Ich konnte weiter trainieren, konnte mich weiterentwickeln, nicht nur im Bodybuilding, im Fitnessbereich, sondern auch so im geschäftlichen Sinne, weil ich mich ja um mein eigenes Baby kümmern musste und dafür sorgen musste, dass das läuft, weil ich musste auch irgendwie das Geld wieder reinholen und habe dann einfach mit dem Personal Training angefangen in diesem Raum. Und das Ding ist, nach einer kurzen Zeit ist es gut angelaufen, weil die Nachfrage ist gestiegen, immer mehr Leute sind drauf gekommen, haben nachgefragt, hey, was machst du da, ich würde auch gerne mal probieren und so weiter. Und so Step by Step nach oben gearbeitet. Deswegen auch jetzt auf das heutige Video bezogen. Ich habe keine Ausrede gehabt und habe gedacht, so, Kurzarbeit kann eh nichts machen, bleib daheim. Nee, ich habe die Zeit genutzt und das will ich euch ein bisschen mitgeben. Auch wenn ihr mal in einer schwierigen Phase seid, so wie wir jetzt alle waren und immer noch ein bisschen sind,
Nehmt es nicht als Ausrede, sondern nutzt es. Wir haben immer eine Möglichkeit. Ihr könnt auch immer weiterbilden anhand von irgendeiner Online-Weiterbildung oder irgendeinem Buch lesen oder macht euch schlau bezüglich irgendwelche Themen, wo ihr auch immer schon immer Interesse hattet, aber nicht die Zeit hattet. Weil die Pandemie hat so ein bisschen den Stress von uns genommen. Wir konnten nicht mehr jeden Abend Party machen gehen. Wir konnten nicht mehr jeden Abend uns mit unseren Freunden treffen. Auch jetzt ist so ein bisschen, es ist ein bisschen anders geworden. Deswegen nutzt es aus, bevor wieder alles normal ist. Jetzt mal zum Beispiel auf mich und Gianni bezogen. Er hat mich angesprochen, wollte sich so ein bisschen körperlich weiterentwickeln. Und ich habe zu ihm gleichzeitig gesagt, hey, du bist so gut im Videomaker-Bereich. Und habe zu ihm gesagt, hey, und ich habe Bock auf YouTube da richtig was zu reißen mit geiler Qualität und so, und ich krieg's alleine einfach nicht hin. Wiederum hat er es alleine nicht hinbekommen mit dem Training. So haben wir uns beide quasi Win-Win für beide. Ich helfe ihm im Training, er hilft mir bei den Videos. So profitieren beide davon. Und das ist auch ein Punkt, wenn ihr jemanden kennt, wo euch weiterhelfen könnte in irgendwelchem Bereich, dann versucht zu connecten und versucht die Person irgendwie erstmal zu erreichen und sagt, hey, was ihr vorhabt und so, und findet cool, was er schon erreicht hat und ob er mir da irgendwie weiterhelfen könnt. Glaubt mir, das klappt. Das sind ganz, ganz wenige, die nicht abgehoben sind und nee, andersrum. Es sind ganz, ganz wenige, die da absagen, außer die, die abgehoben sind. So rum. Da gibt es ein paar. Von so Leuten dann einfach fernhalten. Sowas braucht ihr nicht. Einfach Cut. Aber wenn ihr dann mal jemanden gefunden habt, so wie wir uns beide jetzt, ja, dann macht man Termine ab. Wir drehen und trainieren dann danach. Also wir kombinieren das beides. Und so gibt es dann keine Ausreden mehr, weil er weiß einen Termin, ich weiß, okay, wir haben einen Termin, einer wartet, dann macht man das Ding, dann zieht man durch, beide ziehen durch, man motiviert sich gegenseitig und dann läuft das Ding. Und genau das braucht ihr auch. Damit keine Ausreden mehr zustande kommt, sucht euch entweder einen guten Freund, einen Geschäftspartner, einen Trainer, einen Coach, whatever, scheißegal. Um jetzt nochmal alles abschließend zusammenzufassen. Nochmal, hört auf mit den Ausreden, wirklich hört auf und nutzt, egal was kommt, egal was jetzt noch in der Zukunft kommt, wir wissen es nicht. Es kann immer mal was passieren. Sieht es positiv, zieht euch das Positive heraus und schaut, okay, ich kann das machen, ich kann das verändern, ich kann das tun, irgendwas geht immer. Und so wächst ihr automatisch und so kommt ihr mit, werdet ihr mit jeder schwierigen Situation klarkommen. So wie wir das jetzt auch tun, wir kommen auch mit einer schwierigen Situation klar, Training, Videos machen. Nicht jeder kann alles, aber sucht auch die Person, die was kann, das kann, was ihr möchtet und dann hilft ihr euch gegenseitig und dann läuft das Ding. Auf jeden Fall, nehmt es wieder euch zu Herzen, ganz wichtig, würde mich freuen. Würde mich auch freuen, wenn ihr liked, kommentiert, teilt, folgt, alles Mögliche. Bis zum nächsten Video, euer Atze. Ciao, ciao.